Aber das war noch lange nicht alles. Denn die eigentlichen Stars dieses Abends sind die rund 200 Debütanten der Tanzschule Sandner. Unter dem Motto »The stage is yours« eröffneten sie den ersten Ball der Tanzschule. Sehr stolz auf meine Debütantinnen und Debütanten. Sie haben die Sache wirklich absolut top, super gut gemacht. Also ist eine Erleichterung, wenn alles super hingehört hat, wenn alles reibungslos verlaufen ist. Es ist so super das Gefühl, weil wir haben immer schon für das hingearbeitet und dann stehst du da draußen, es ist einfach Wahnsinn gewesen. Erstens ist man extrem erleichtert, dass man wahrscheinlich keinen Fehler gemacht hat. Und das zweite Gefühl ist, ich bin nur mehr auf der Bühne. Ich bin mega stolz auf meine Debütantinnen und Debütanten und jetzt muss ich auch sagen, mega erleichtert. Aber bis das alles so funktioniert hat, waren es einige spannende Wochen für die Tanzschüler und auch die Tanzlehrer. Es war natürlich eine gewaltige Herausforderung das erste Mal, weil ich mich komplett auf die Jugendlichen verlassen habe müssen. Und das war das Spannende, aber ich finde, sie haben das sensationell gemacht. Bin höchst zufrieden, ihr wart top! Ja, es war voll die Gaudi und manchmal muss man auch lachen, was für ein Scheiß, dass man dann ab und zu selber zusammen tanzt. Ja, sie haben es auf jeden Fall probiert, dass auch immer wieder was Lustiges dabei ist. Aus Tanzküken wurden in nur wenigen Wochen bezaubernde Schwäne, die beim Debütantenball der Tanzschule Sandner ihr Können unter Beweis stellten. Es ist dies der erste Ball in der Geschichte der jungen Tanzschule. Und dafür hat man sich gleich etwas Besonderes einfallen lassen, denn die Einnahmen kommen einem wohltätigen Zweck zugute. Weil es einfach eine schöne Sache ist, wenn man mit einem Event, was Jugendliche betrifft, andere Kinder und Jugendliche helfen kann. Das war eigentlich unser Hauptbeweggrund. Ja, es ist für mich natürlich heute eine besondere Ehre. Der erste Debütantenball der Tanzschule Sandner. Ich, als einer, der nie mit Tanzen was am Hut gehabt hat, leitet jetzt quasi einen ganzen Abend als Moderator. Nach der ganzen harten Arbeit ist es einfach eine Riesenerleichterung. Wir freuen uns total, dass es eine tolle Stimmung ist, dass die Debütanten und die Eltern glücklich sind. Also zurzeit bin ich irrsinnig befreit, irrsinnig glücklich und ich freue mich wirklich, dass eigentlich alles so gut über die Bühne gegangen ist und dass wir jetzt den Abend so richtig genießen können. Gerade beim Debütantenball zeigt sich, dass Tanzen auch heute noch aktuell ist. Formate wie Dancing Stars haben Begeisterung für den Tanzsport hervorgerufen. Tanzen sollte prinzipiell auch jeder mal können. Weil es gibt einfach nichts Schönes, wenn du heute die Dame auffordern kannst. Das gehört zu der alten Etikette. Zu einem Gentleman gehört das dazu. Vor allem als junger Bub musst du wissen, dass du irgendwann mal heiraten willst und so. Und da fängt man da am besten an, oder? Ja, ich finde schon, dass man es noch können sollte. Weil ich habe es vorher auch nicht wirklich können und in der Tanzschule Sandler lernt man das ganz gut. Also es ist einfach immer stimmungsvoll, wir fühlen sie einfach saubudelwohl und es macht einfach irrsinnig Spaß. Also sie sind sowas von motivierend. Die Tanzschüler und Jugendlichen von heute sind die Zukunft von morgen. In diesem Sinne sind die Tanzschüler der Tanzschule Sandner nun dank eines gelungenen Debütantenballs für den Eintritt in das gesellschaftliche Leben gerüstet. Ich will.